eventuell ein bisschen. Ja, nee, 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 nee. Ich mache hier gerade einen Riesenfehler, wenn ich das so mache. So. So kann ich das machen. Alles andere wäre dumm wegen ultra vielen Kreuzungen, die da nebeneinander sind. So, zack. So, das ist doch eine ganz gute Sache. Das Problem ist, dass ich das hier auch so machen muss. Sonst werde ich mich dafür später selber hauen müssen. So, zack. Perfekt. Okay, ärztliche Versorgung. Mach hier ein komplett neues Zentrum für alles auf. Gibt auch einen neuen Friedhof. Gibt auch eine neue Müllverbrennung. Leichenverbrennung, nicht Müllverbrennung. Dann hier kann ich auch wieder Spielplätze und dergleichen bauen. Park mit Bäumen. Das ist mega Ding, ne? Ja. Das passt doch nirgendwo hin. Unser schöner japanischer Garten, der muss überall mit. Ein Hundepark. Warum nicht? So. So, hier können wir noch ein bisschen Basketball spielen. Picknicktische. So, das sollte für den Bodenrichtwert eigentlich genug sein. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Perfekt. Okay, Wasserprobleme sollten damit aus der Welt geschafft sein. Stromprobleme bleiben. Aber dafür gibt es hier Abhilfe. So, ich baue hier nämlich. Ich baue das sogar alles schon zu. Die können hier schon den gesamten Platz ausnutzen. Natürlich noch. Haltestellen. Und da das hinter der Straße liegt, kriegt das sogar eine eigene, ups, eine eigene Bahnlinie. Eine neue. Und zwar neue Linie, Haltestelle, 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 abschließen. So. Perfekt. Ich will mehr Arbeiter haben. Komme, was da wolle. So, und ich muss jetzt auch. So, ich ziehe das hier rüber. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, wenn das die Autobahn auch berührt. Deswegen versuche ich, die Berührstellen mit der Autobahn zu vermeiden. Hat schon mal nicht geklappt hiermit. Na egal. Muss das halt so gehen. Ich hoffe einfach mal, der Autobahn ist das egal, dass sie jetzt teilweise in dem Stadtgebiet liegt. Was? Nein.
Warum macht ihr immer ein neues Stadtgebiet draus? Ich will, dass das ein einziges großes Stadtgebiet ist. So, ich mache jetzt die Autobahn einfach mit rein. So, perfekt. Die ersten Wohnhäuser sind auch schon da. Stromverbindung steht. Jetzt müssen die es nur noch schaffen, da vernünftig zu bauen. Und ich kann gleich wieder neue Kläranlagen platzieren. So, zwei Stück. Sollte die Abwasserklärung wieder weiter nach oben schrauben. Hallo? Ah, so, bling. Drei weitere Wasserpumpen fürs Erste. So, und damit sollten wir wassertechnisch auch wieder voll dabei sein. Stromprobleme sollten sich jetzt nach und nach hier unten klären. Die haben jetzt, sind jetzt, das ganze Wohngebiet ist jetzt nur über eine einzige Straße verbunden. Das könnte ein Problem werden. Falls ja, werde ich hier noch eine Autobahnabfahrt bauen und dann noch über einen Kreisverkehr einen Tunnel ebenfalls nach hier hin. Aber das werden wir dann ja sehen, ob wir es brauchen. So, was ich auf jeden Fall aber hier noch brauche, was mir gerade eingefallen ist. Eine Grundschule und eine Oberschule. Eine Grundschule brauche ich hier oben tatsächlich sogar auch noch. Also ich gehe nämlich davon aus, dass ein gewisses Maß an Bildung brauchen die auch. Zack. So, ich hoffe, das reicht. Da unten gibt es noch ein bisschen Stromprobleme. Das kriegen die bestimmt auch noch alle in den Griff. So, das ist aber immer noch das richtige Gebiet, oder? Schule ist aus, genau. Ja, die haben immer noch Arbeiterprobleme. Wie viele Leute brauche ich denn in meiner Stadt, damit die Arbeiterprobleme weggehen? So, das Gebäude da sollte jetzt eigentlich den Stromkreislauf schließen, dass hier alles funktioniert. Oder? Komm. Da baut schon einer, bevor das andere Gebäude fertig ist, was ihm Strom bringt. Nein. Immer noch nicht. Er kommt. Nicht genug Strom. Oh nein. Zack. Jetzt haben sie genug Strom. Wie sieht das denn aus hier? Gebildet. Gebildete. Zeigt das Verhältnis Einwohner nach Bildungsstufe an. 37 gebildet. Gibt's noch was anderes als gebildet? Hochgebildet, 39. Ungebildet, 9. Aber ich denke nicht, dass die ungebildete Leute wollen hier unten. Ich denke, gebildet ist doch ganz... müsste doch eigentlich perfekt sein. Ungebildet und gebildet. Gebildet ist ja das, was die wollen. Gut gebildet denke ich auch nicht. Und hier ist ja ziemlich ungebildet, so einigermaßen. Aber hier unten gibt es Jobs ohne Ende, Leute. Holt euch die. Im Ernst. Guck mal, ich baue euch sogar, wenn ich so unglaublich nett bin, hier noch einen Kreisverkehr hin. So. Es müsste eigentlich trotz... Nein, das passt nicht. Schauen Sie mal, es stehen neue Grundstücke zum Verkauf. Ach nee. So. Zack. So. Ok.
Okay, so geht's. Dann die Straße anbauen. Die Straße umdrehen und wir haben keine Einbahnstraße genommen, oder? Sehe ich das richtig? Ja. So, zack, 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 zack. Ist das richtig rum? Nein, ist es nicht. So, dreh dich. So, wo lang geht's da jetzt? Ja, jetzt geht's in die richtige Richtung. Perfekt. Und jetzt baue ich nämlich die Straße weiter, die von hier nach da führt. So, dafür muss ich hier die Bahn wegreißen. So, eine Umgehungsstraße für die Autobahn. So, und ich will hier aber später auch noch was hinbauen. Deswegen wäre es, glaube ich, sogar gar nicht so verkehrt, wenn ich die Bahnlinie von hier bis da abreiße. Die Bahnlinie hier auch komplett wegnehme. So, warum? Ich will die Bahn ab hier 1, 2 unterirdisch laufen lassen. Bis hierhin und da darf die dann wieder an die Oberfläche kraxeln. So. Der Zug verschwindet jetzt. Und die Bahn kann immer noch fahren, wie sie will. Nur jetzt halt unter der Erde. So, und die sollten jetzt... Die haben ja den perfekten Arbeitsweg. Die fahren hier raus, dieses kleine Stück Autobahn, dann hier rum durch die beiden Kreisverkehre und sind bei der Arbeit. Noch besser geht's doch nicht. Und wenn du es mal eilig hast, du kannst sogar die Autobahn fahren. Ich find's gut, wie diese Autobahn am Anfang... Wir haben ja hier angefangen... Mit dem kleinen Autobahnstück hier. Wie am Anfang, dass so eine die große Autobahn unsere Stadt beliefert hat. Und wie jetzt die Autobahn einfach die komplette Stadt, quasi eine Stadtumgehungsautobahn geworden ist. Du kannst einmal im Kreis um die Stadt rumfahren auf der Autobahn. Gefällt mir. Ist eine schöne Entwicklung. So. Die Villen hier sind. Was haben die da? Ach, eine Gartenlaube. Reiche Leute, ey. Geben Geld für so einen Mist aus. So. Wir haben... Boah, wir haben einen mega Zuzug an Leuten aktuell. Aber hier ist, es werden immer noch Arbeitskräfte gesucht, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Was ich jetzt aber erstmal mache, ist eine Aufnahmepause. Ich nehme jetzt schon recht lange auf. Bevor ich die mache, fange ich aber an, die Müller-Sachen hier zu entleeren. So, wie sieht's aus? 175, es werden auch mehr Leute transportiert. Ich glaube, unsere Stadt floriert und ich komme nicht darauf klar, wie grell dieses Tourismusgebiet hier einfach ist. Aber ich meine, es passt perfekt auf die Insel. So, und ich denke, wir sollten dann nochmal in Angriff nehmen, das Eden-Projekt zu bauen. Ich habe keine Ahnung wo. Wir brauchen dafür auch einiges an Geld. Es hat sich übrigens keiner von den Leuten hier über die nicht genügend Verkaufswaren. Das heißt, sorgen Sie dafür, dass genügend Industriegebiete gibt, die Waren für Gewerbegebäude produzieren.
Ja, es gibt genug Industriegebiete, aber die haben nicht genug Arbeiter, weißt du? Und ich glaube, das kann ich nicht beheben, indem ich jetzt hier, das ist eine sechsspurige, ne? Indem ich hier die, eine sechsspurige Straße nehme. Ups, die bis hierhin durchziehe. Und noch eine Verbindung mache. Dann mit vierspurigen. So. Wenn hier steht, grenzen Sie mehr Wohngebiet ab. Da oben steht, grenzen Sie mehr Industriegebiet ab. Was denn jetzt? Also mehr, ich habe für Industriegebiet habe ich noch massig Platz hier. Das wird so bald nicht das Problem werden. Ja, sieht alles gut aus. Ah, ich habe sogar die Wasserleitung schon bis hier hingelegt. Ist ja nett. So, zack. Ich meine, klar, ich kann jetzt hier. Ich mache auch erstmal nur das eine Fältchen. Außerdem brauche ich dann wieder Parks mit. Sind das Parks mit Bäumen? Platz mit Bäumen. Perfekt. Muss hier dann ja wieder Plätze mit Bäumen hinbauen. Das war unterbrochenes Stromnetz. Wir hatten keinen Strom. Der Platz mit Bäumen braucht Strom? Wofür? Naja, aber sie sollten die hier bauen, dann haben die Strom. Wer hat sonst keinen Strom? Keine Ahnung. Hier oben ist auf jeden Fall voll gebaut. Hier unten wird auch fleißig gebastelt. Ungebildet. Ungebildet. Die sind alle ungebildet hier. Wie sieht das denn mit den Schulen aus? Oberschulekapazitäten. Die Grundschulen. Grundschulen sind eigentlich ganz okay vertreten. Ich baue einfach hier jetzt noch eine hin. So, Oberschulen. Ich glaube, die Oberschulen sind einfach zu klein. Die kommen mir nur so groß vor. So, jetzt sind hier vier Oberschulen. Das sollte jetzt eigentlich doch dafür sorgen, dass hier keine Probleme mehr gibt und dass mehr den Gebildet-Status erreichen. Die müssen ja nicht hochgebildet sein. Das will ich ja gar nicht. Es werden weniger. So, am Stromnetz wird hier auch gebastelt, dass das bald ganz ist. Das ist alles schön. Da weise ich sogar mal den Teil sogar auch noch mit aus. Güterbahnhof funktioniert. Die Straße hier benutzt noch keine Sau, aber das wird auf Dauer auch noch anders werden. So, aber jetzt mache ich erstmal, wie versprochen, eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich weiterhin versuche, die Probleme dieser Stadt zu lösen. Aber ich muss sagen, wir nähern uns bald so der Sache, wo man sagt, es gibt nichts mehr zu machen. Wir haben eigentlich alles. Gut, wir können noch ein bisschen ausbauen, das ist nicht das Problem. Ich kann mir zum Beispiel hier diese tolle Parzelle mit geeignetes Baugebiet 0% kaufen. Die ändert alles. Was wir auf jeden Fall nochmal versuchen könnten, wäre, wo war das? Konnte man nicht Kanäle bauen oder so? Ging das nicht irgendwo? Felsen? Ich kann Felsen platzieren. Hochwassermauern, Kai. Kais können sie Uferschuhen abrunden. Kai sind im Prinzip an der Küste gebaute Betonmauern zum Ausgleichen von Geländeunebenheiten. Ach, guck mal.
Hochwassermauer. Flacher Kanal. Flache Kanäle können nicht viel Wasser aufnehmen. Flache Kanälsegmente können sie auch zur Regulierung des Wasserstroms tieferer Kanäle einsetzen, indem sie mehrere flache Segmente am Anfang eines längeren Kanals einsetzen. Tiefer Kanal. Tiefe Kanäle sind die tiefste Kanaloption und können große Wassermengen aufnehmen. Sollten die tiefer Kanal leicht überflutet werden, verändern sie den Kanal am Anfang und Ende mit mittleren oder flachen Kanalsegmenten, um die zuströmende Wassermenge zu begrenzen. Damit könnte man quasi könnte ich quasi noch meine Boote woanders hin navigieren. Klingt eigentlich ganz praktisch. Müssen wir auf jeden Fall, das sind so ein paar Sachen, die wir noch ausprobieren können. Demnächst. Aber ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.